Ja, mein Name ist Fabian Schmieder. Ich bin Professor für Medienrecht hier an der Hochschule Hannover, dort an der Fakultät 3, Design, Medien, Information. Bin also Jurist und unterrichte dort Journalisten angehende, PR-Spezialisten, Veranstaltungsmanager, Kreative und versuche denen die Rahmenbedingungen des Rechts näher zu bringen. Ich selber forsche viel im Bereich des Datenschutzrechts und vor allen Dingen des Urheberrechts. Das ist meine Lieblingsdisziplin und das ist quasi auch die Verbindung jetzt zu Link, dass ich mich mit der Frage auseinandersetze, ob das Urheberrecht Kunst, die von KI geschaffen wurde, eigentlich schützt und wenn ja, wie und was wir vielleicht auch mit einem Blick in die Zukunft da ändern müssen. Also das Urheberrecht schützt Urheber von Werken der Literaturwissenschaft und Kunst. Und jetzt reden wir bei einem Roman über literarisches Werk. Und geschützt wird aber natürlich nicht das Werk, sondern der Urheber. Wir brauchen also einen Urheber, eine Person. Das heißt, wir brauchen einen Menschen. Und das beantwortet schon einen Teil der Frage. Die KI ist kein Mensch, ist ein Algorithmus, sodass im Grunde eigentlich nur noch die Frage bleibt, ist der Programmierer, der die KI geschaffen hat, ist der Urheber. Der ist natürlich Urheber von dem Programm, von der Implementierung des Algorithmuses, aber nach der derzeitigen Rechtslage sind alle Inhalte, die die KI geschaffen hat, urheberrechtlich momentan ohne Schutz. Das ist so ein ganz bisschen am Rande ein Thema. Tatsächlich liegt der Fokus ganz woanders, beim Leistungsschutzrecht für Presseverleger oder eben auch bei den Upload-Filtern. Und KI ist insoweit eine Rolle, als dass es in der Richtlinie, im Richtlinienentwurf im Grunde um die Auswertung von Material geht, um KI zu füttern. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass ich Daten habe, mit denen ich diese Algorithmen trainieren kann. Das spielt da eine Rolle, aber es liegt gar nicht im Fokus der Richtlinie. Ich glaube, die aktuelle Reform ist dafür nicht relevant, weil wir erst noch mal ein bisschen Zeit brauchen, um diese Frage zu klären, was wir eigentlich schützen wollen. Ob wir Erzeugnisse von KI genauso schützen wollen wie Erzeugnisse von Kreativen, dafür ist ein Diskurs erstmal notwendig. Der ist noch nicht abgeschlossen. Die Europäische Union hat sich im Februar 2017 mit der Frage schon mal beschäftigt, hat sich dem Thema genähert, ob es eine elektronische Person geben soll und ob die eben auch dann Werke schaffen kann und welche Werke das sind. Das heißt also, wir werden das Thema regeln müssen. Und das wird auch die EU regeln müssen, damit wir das in ganz Europa gleich geregelt haben. Aber sicherlich ist heute nicht der richtige Tag, das zu regeln. Ja, das ist in der Tat eine Frage, die ich jetzt nur ganz schwer auch als Jurist beantworten kann. Das ist in der Tat eine gesellschaftliche Frage. Und ich denke schon, dass man sich dem nähern muss und auch vielleicht einen Kriterienkatalog aufmachen muss, welche Werke geschützt werden sollen. Aber das heute jetzt schon abschließend zu sagen, fällt mir ehrlich gesagt ganz schwer und da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Richtige für. Ja, da kann ich ganz klassisch juristisch darauf antworten. Es kommt nämlich darauf an, ob das Ausgangsmaterial urheberrechtlich geschützt ist. Wenn es das ist, dann ist die nächste Frage durch diesen Auswertungsvorgang, der jetzt erforderlich ist, um den Algorithmus zu füttern, greife ich da in die Verwertungsrechte des Urhebers ein? Es gibt verschiedene Verfahren, wie ich KI füttern kann. Ich kann die Daten vermessen zum Beispiel, dann schaffe ich im Grunde Metadaten, dann ist das gar kein urheberrechtlich relevanter Vorgang. Wenn ich zum Beispiel Bilder ausmesse, die Physiognomie, den Abstand der Augen und da Daten entwickle, dann sind diese Daten urheberrechtlich nicht geschützt und der Auswertevorgang ist im Grunde auch gar kein urheberrechtliches Problem. In dem Moment, wo ich zum Beispiel Vervielfältigungen des Materials vornehme, dann hat es auch eine urheberrechtliche Relevanz. Dann muss ich sehen, dass ich eine Rechtfertigung bekomme und das ist entweder eine Lizenz, die ich dann benötige, oder ich kann mich auf gesetzliche Schrankenbestimmungen berufen. Da haben wir eine, Data Mining ist das Stichwort, das ist allerdings momentan für Forscher vorbehalten und da sind die Künstler derzeit nicht im Fokus. Das ist etwas, das werden wir uns, denke ich, in den nächsten Jahren angucken müssen, ob wir nicht für andere Bereiche, nicht nur für die Forschung, dieses Data Mining öffnen, um entsprechende Algorithmen zu füttern. Das Material selber weitergeben ist aber nach derzeitigem Recht keine Option.